Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zum JFD Brokers MetaTrader 4 und 5 Video Tutorial. Mein Name ist Markus Klebe, ich bin Trader und Analyst für JFD Brokers und ich habe die große Ehre, dich heute durch dieses Tutorial führen zu dürfen. Heute mit dem Thema in diesem Video Download und Installation des MetaTraders. Der erste Schritt, um den MetaTrader von JFD Brokers hier zu bekommen, ist hier auf die Website von JFD Brokers zu gehen, www.jfdbrokers.com. Automatisch landet man in der Regel dann direkt auf der deutschen Seite. Dann hier oben auf Trading gehen, dann sieht man hier rechts Handelsplattformen, hier dann entsprechend auf MetaTrader 4. Oder MetaTrader 5 klicken. Das ist im Endeffekt der gleiche Anmeldeprozess. Ich werde das jetzt mit dem MetaTrader 4 durchführen. Grundlegend kann man das gleiche, aber das gleiche Prozedere natürlich auch für den MetaTrader 5 wählen. Also hier raufklicken, dann kommt man nochmals auf eine Unterseite, wo der MetaTrader schon mal mit Grundfunktionen beschrieben ist. Man hat dann hier die Möglichkeit, das Benutzerhandbuch runterzuladen, wo natürlich viele Tipps und Tricks auch zur Plattform drinstehen. Vieles davon, was wir hier auch in den Videotutorials dann entsprechend beschreiben. Dann hier eben raufklicken auf Registrieren, dann ist es notwendig für den MetaTrader natürlich ein Demokonto anzulegen. Man könnte auch hier sofort ein Live-Konto errichten, da ist natürlich der Anmeldeprozess etwas umfangreicher. Ich möchte das hier mit dem Demokonto erklären. Also man klickt dann oben auf Demokonto, kann dann hier rechts nochmals wählen, ob man MetaTrader 4 oder den MetaTrader 5 haben möchte. Füllt dann hier entsprechend die Felder mit seinen Angaben aus. Ganz wichtig ist es hier rechts zu beachten, dass man grundlegend hier die Kontowährung wählt, in der das Konto im Endeffekt geführt wird. In der Regel ist das Euro, natürlich das Land, hier Deutschland. Der Hebel ist wichtig, der wird sich zukünftig dann auch nochmal ändern. Die ESMA hat ja hier die Hebelrestriktion beschlossen. Also hier werden demnächst auch noch kleinere Hebelvarianten möglich sein und die größeren Hebelvarianten hier entsprechend rausfüllen. Aktuell wählen wir hier noch 1 zu 50 und dann wählt man hier die Einzahlungssumme. Das ist nicht die Einzahlungssumme, die man jetzt draufzahlen möchte, sondern das ist quasi das virtuelle Kapital, das hier auf diesem Demokonto zur Verfügung gestellt wird. Ich empfehle hier eben entsprechend wirklich eine realistische Größe zu nehmen. Man kann hier grundlegend das Demokonto bis zu 5 Millionen füllen. Ich denke aber, dass die meisten von uns keine 5 Millionen hier, zumindest nicht am Anfang, aufs Konto einzahlen möchten. Ich wähle hier einfach 25.000. Das ist dann die Kontogröße entsprechend auf dem Demokonto. Hier unten empfehle ich auch, alle drei Häkchen entsprechend zu setzen. Der erste Punkt ist grundlegend dafür da. Im MetaTrader kann man sich Nachrichten anzeigen lassen. Wichtige Marktnachrichten, Nachrichten von JFD Brokers direkt in so einem Posteingang im MetaTrader. Dafür ist das erste Häkchen. Der zweite Haken ist grundlegend dafür da, dass man den News beziehungsweise mehr oder weniger auch das Kontostatement von JFD Brokers bekommt, denn je nachdem, ob man handelt oder nicht handelt, wenn man eben handelt, auch in der Demo-Variante und im Live-Konto, bekommt man täglich eine Abrechnung, welche Trades getätigt wurden, beziehungsweise wie der aktuelle Kontostand ist, somit das hier auch relativ wichtig. Und der dritte Haken für den Research-Newsletter, man bekommt hier wöchentlich einen Marktüberblick mit entsprechenden Marktkommentaren zum Markt, zu den verschiedenen Währungen etc., also ist dieser dritte Button hier grundlegend auch nochmal wichtig. Ich fülle jetzt rechts hier schnell noch meine Daten aus und dann gehen wir auch gleich weiter. Wenn du also deine Daten in voller Gänze hier ausgefüllt hast, alles angegeben hast, dann klickst du einfach hier unten auf Registrieren. Habe hier oben noch vergessen, Deutschland auszuwählen. Moment. Da wird man natürlich hier drauf hingewiesen. Grundsätzlich ist es hier natürlich relativ einfach. Man wird sehr, sehr einfach auch durch den Prozess geführt. Klickt hier unten auf Registrieren, kommt dann auf die nächste Unterseite. Hier wird dann auch beschrieben, dass man jetzt entsprechend in seinem Postfach, in dem E-Mail-Postfach von der E-Mail, die man hier natürlich gerade angegeben hat, nachschauen soll. Dort kommt eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Da schauen wir entsprechend dann auch in dem Postfach nach. Sehen dann hier oben JFD Brokers, aktivieren Sie Ihr JFD Brokers Handelskonto, da einfach draufklicken, dann kommt diese E-Mail und hier einfach auf den Punkt Aktivierungslink klicken. Man landet automatisch wieder auf der Website von JFD Brokers. Hier steht dann auch der nächste Punkt, dass man jetzt automatisch eine weitere E-Mail hier in den Posteingang bekommt mit den entsprechenden Download-Kriterien bzw. dann auch mit den Zugangsdaten fürs Demokonto. Einfach dafür wieder auf das Postfach klicken. Man hat dann hier
mir eben 3 Punkte, MetaTrader 4 Software herunterladen, da kann man dann entsprechend hier draufklicken. Wichtig ist, und deswegen sollte man sich hier dann auch entweder diese Mail aufheben oder zumindest diese Zugangsdaten hier notieren. Das sind die Zugangsdaten, die wir später benötigen, um dann eben diese Demo-Variante auch zu aktivieren, wenn wir sie später installiert haben. Und wenn man eben irgendwann vielleicht seinen Rechner neu macht oder irgendwas, ist es hier wichtig, diese Zugangsdaten zu haben. Aber man kann natürlich auch jederzeit hier einen erneuten Demo-Zugang anlegen und später dann natürlich auch nochmal neue Zugangsdaten bekommen. Das ist grundsätzlich auch kein Problem, aber trotzdem erstmal sollten wir hier uns diese Zugangsdaten hier unten auf jeden Fall merken. Wir klicken jetzt hier erstmal, um die Software zu bekommen, auf diesen Button MetaTrader 4 Software herunterladen und dann startet hier automatisch der Download-Vorgang. In den meisten Explorer-Varianten sieht man dann links unten die entsprechende Exe-Datei, die sich dann hier öffnet, oder man sucht einfach in dem Ordner Downloads auf dem Rechner nach dieser Datei JFD4 oder beziehungsweise JFD4 Setup Exe. Das ist die Datei, die jetzt im Endeffekt zur Installation des MetaTraders 4 führt. Also wir klicken dann hier einfach doppelt drauf oder eben in diesem Download-Ordner suchen wir diese Datei, klicken da doppelt drauf. Dann öffnet sich hier oft eben nochmals die Kontrolle sozusagen, ob eben diese Datei eben wirklich vertrauenswürdig ist. Dann eben hier einfach auf Ja klicken. Dann hier einfach auf Weiter klicken. Man kann sich das natürlich auch durchlesen, AGBs etc. pp. Und die Software installiert sich automatisch auf dem Rechner, wird dann eben auf dem Desktop entsprechend ein Icon legen, was eben dann dazu führt, wenn wir das dann eben gleich doppelt klicken, dass wir entsprechend den MetaTrader öffnen können. Fertigstellen klicken hier unten und dann sollte es das dann auch gewesen sein. Ja, hier kommt man dann nochmal auf die Website von mql5.com. Hier kann man zum MetaTrader noch viele, viele Dinge downloaden. Auch viele, viele Artikel lesen, EAs und so weiter eben installieren. All das passiert und ihr seht, jetzt lande ich hier persönlich gleich in meinem eigenen MetaTrader, weil ich ja die Software natürlich schon auf dem Rechner habe. Grundsätzlich ist es dann aber so, Moment, wir klicken das alles mal drunter hier, dass wir dann hier, man sieht es, das ist dieser Download-Button. Ich schließe mal den alten MetaTrader und öffne jetzt hier mal den neuen MetaTrader. Und dann sollte jetzt hier entsprechend dann mein MetaTrader wieder kommen, aber man hat dann gleich, das zeige ich auch hier, die Möglichkeit dann entsprechend natürlich die Zugangsdaten einzutragen. Um die Zugangsdaten einzutragen, klickst du hier oben einfach auf Datei, Konto Login und jetzt kommt hier ein Feld, in dem du die Zugangsdaten aus deiner E-Mail, die wir eben uns schon angeschaut haben, gucken wir hier nochmal drauf. Diese Zugangsdaten, die du hier siehst, ja, Login und Passwort, trägst du jetzt einfach hier im MetaTrader in diesem Kontonummer und Passwortfeldern ein. JFD-Demo muss hier ausgewählt werden. Dann einfach auf Einloggen gehen und jetzt ändert sich bei mir hier einfach entsprechend das Demo-Konto, woher vorher mein Live-Konto offen war. Und das bei euch sollte es dann sich automatisch eben öffnen, dass das Demo-Konto auf dem MetaTrader im Prinzip aktiviert ist. Wie es jetzt weitergeht, wie man jetzt den ersten Trade hier eben macht, wie man im Endeffekt dann handelt, wie man sich Märkte öffnet und so weiter, das eben dann in den nächsten Tutorials. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß mit dem Erleben und natürlich auch viel Spaß mit den nächsten Tutorials. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.